So, hallo, willkommen zurück. Wir sind bei Folge 15, glaube ich, schon angekommen. Ich hoffe, das Mikro übersteuert jetzt nicht. Ich habe ein paar Umstellungen gemacht, damit es ein bisschen lauter ist. Aber nee, es müsste hinhauen. Ja, gut, wir haben unseren internen Aufstand beendet. Haben Glück gehabt und konnten die absolute Lehensautorität verteidigen. Ja, und jetzt sollten wir unseren Blick dann so langsam auf so vollständigen hier unten legen. Und natürlich, das möchte ich zurück. Aber ich glaube, das halt, ja, die haben immer noch 11.000 Truppen. Na, das wird schwierig. Jetzt müssen wir erstmal unsere Truppen wieder sammeln. Dann haben wir auch 11.885. Wir verdienen gut, also sprich, ich würde unsere Kriegsvölker gerne auch aufstocken. Das können wir eigentlich gleich in Angriff nehmen. Die ist ja immer noch Größe 1 und zwar alles auf Größe 2, was noch nicht auf Größe 2 ist. Ja. Das sammelt sich jetzt dann. Und ja, da können wir noch eine Bande ändern, das lasse ich aber. Hier haben wir einen Vormund noch zuzuweisen. Für ihn hier, das ist unser einziger Sohn, nee, das ist unser Jünger. Ja, aber was ist denn mit unserer, hä? Wo sitzt die denn ein? In unserem Kerker, oder was? Hallo? Wir haben zu viele Herzogtümer auch. Da müssen wir uns um einiges kümmern hier. Hier gibt es noch einen Aufstand, der wird den Thron. Ah ja. Ist auch ein super Anspruch drauf mit einem. So, was haben wir hier? Oh Gott, da haben wir noch einiges. Intrigant. Ja gut, wir wurschteln uns mal durch. Wir fangen mal an, hier den Hof nochmal anschauen. Das ist nur ein Ritter von uns. Das sollten wir jetzt auf jeden Fall wieder unsere Vasallen reinsetzen, die wir ja verloren hatten dadurch. Also er hier wird wieder unser... Sie ist aber auch gut. Kann er was anderes machen? Er ist auch ein 12er Kriegsführer. Sie braucht auch auf jeden Fall eine Position. Also ich glaube, er ist ja auch nur ein Ritter hier. Dann machen wir ihn mal zu unserem Ratsmarschall. Oh, wobei der Herzog Rodrigo, der ist ein 13er. Mhm. Wer ist denn hier am besten? Da ist der Graf Julien eigentlich schon am besten. Wobei die Herzogin von Toledo auch gut ist, aber na, die ist Katholikin. Hm. Okay, dann fliegt jetzt der Graf Julien raus. Es tut mir leid. Da kommt die Herzogin rein. Nee. Jetzt habe ich irgendjemand anders rausgehauen. Da war ich auf dem Falschen. Schade. Ja, du gehst hier hin. Dann tauschen wir ihn gegen den Herzog oder gegen... Ja, wobei er hasst uns halt. Ne? Den möchte ich eigentlich gar nicht im Rat. Den Rodrigo. Ich befriede lieber die anderen und nehme die. Also, du bekommst den Posten. Das ist der Herzog Sancho von Galizien, der bleibt. Und hier brauchen wir jetzt noch einen Verwalter. Und das kann er machen, aber da würde ich lieber dann die Herzogin von Becher nehmen. Weil er einfach uns nicht leiden kann. So. Zack. So, dann sind die mal wieder halbwegs befriedet. Jetzt müssen wir unsere Gefangenen anschauen. Ist die bei uns im Knast? Unsere Frau? Nö. Wieso kann ich die nicht freikaufen? Gefangene? Hm. I don't know. Okay, Herzogtümer. Wir haben Leon, wir haben Kastilien und wir haben Sevilla. Sevilla sollten wir vergeben an jemanden. Aber an wen? Das ist jetzt die Frage. Der ist sehr fähig hier, dieser Tilo. Ist von niedriger Geburt, also der sollte uns dann treu ergeben sein. Und hat ja keine Ansprüche oder irgendwas noch, was, wo wir wieder reich verlieren könnten. Also kriegst du's. Ist unser Vasall geworden. Und wenn er nicht verheiratet ist, dann möchte ich das bitte arrangieren. Und zwar... Ja, okay, da können wir jetzt nur am Hof verheiraten, oder? Ja,
Naja, gut, dann soll er selbst heiraten. Ich hoffe, er heiratet nicht doof, aber er ist ja Mann, also sollte das dann ganz gut funktionieren. So, er hier braucht einen Vormund. Der hat einen Diplomatie-Schwerpunkt. Gehen wir mal nach Bildung. Und wer ist in Diplomatie gut? Der hier. Hat aber nur einen Achter Bildungswert. Er hat einen Elfer, ist aber nicht wirklich toll. Ja, aber er ist gut, ne, hier. Ich lasse ihn unterrichten. Passt. So, dann Gefangene können Lösegeld. Herzogtum Granada. Ist sie, ja, da machen wir es anders. Freilassung verhandeln. Du nimmst bitte den Glauben an. Okay, willst du nicht? Dann nehmen wir die Kohle, oder? Würde ich sagen. Ja. So, dann er 30, er, das war er, okay. Dann hier haben wir 10, 30, 30 sind lauter Bürgermeister, die wir gefangen genommen hatten. Der Baron. Nee, den lassen wir auch so frei. Wir brauchen jetzt im Moment echt Geld. Wer ist er? Okay, der ist ein ganz guter Kämpfer eigentlich. Soll ich ihn rekrutieren? Freilassung verhandeln. Ich möchte, dass du bekehrst. Dann gehst du so. Ihn können wir um Geld bitten. Das machen wir natürlich auch. Die wollen hier alle wieder posten. Aber sorry. Was soll ich tun? Vor allem du. Du bist mir eh super nicht gesonnen. Und hier ist noch ein Bürgermeister. Den lassen wir auch frei. Okay. Verbrecher können wir einkerkern. Das sind die ganzen Herzoge, ne? Das ist jetzt die Frage. Sollen wir es wagen, sie einzukerkern? Ich meine, es wird erfolgreich sein, weil er diesen Aufstand gemacht hat. Verliert Meinung, die ganze Familie verliert Meinung. Aber da können wir halt so viel Geld rausholen. Der hat auch gegen mich aufbegehrt, aber bei ihm scheint es nicht zu gelingen. Herzogin Toda, nee, die könnten wir alle wirklich ins Gefängnis hauen. Aber die haben wir jetzt ja einen Rat geholt. Das bringt uns nichts. Ja, genau. Ich will die eigentlich wieder positiv stimmen. Können wir die erpressen? Nee. Aber die Bekehrung können wir verlangen. Wieso haben wir jetzt da wieder keinen Druckmitteln? Könnte annehmen. Aber könnte was fordern. Das war er. Dann hier. Sie ist katholisch. Er ist auch katholisch. Sie ist nicht katholisch. Bekehrung verlangen. Er ist katholisch. Er ist auch katholisch. König Rodrigo ist nicht katholisch. Bekehrung verlangen. Ja, Graf Gonzalo ist katholisch. Okay. Kontrolle und die Meinung sollten wir erhöhen hier von Badajoz. Dann machen wir das doch. Gut. Alles klar. Wenn wir mal ein bisschen weiterlaufen, was ist das? Das ist Frankreich, oder? Wie schaut es aus? Ja, und das ist Toulouse. Okay. So, also gerne würde ich mich eurem Lobpreis anschließen, doch die schieren Kosten der Umgestaltung unserer Kirchen und der Verkündigung meiner Meinung, wenn ihr mir in diese Bemühungen helfen würdet. Ja. Das machen wir sogar. Der würde es auch machen, will auch Kohle dafür, machen wir auch. Okay, der will nicht, der Ordono. Der nimmt an. Ich kann ein Festmahl machen. Das wäre ganz gut, glaube ich, in der aktuellen Situation.
Die Lösegelder sind fast alle durch. Ich habe Anspannung erhalten. Ja, Mai. Okay, wir können es an unsere Bürger verschenken, dann verlieren wir aber Verwaltung. Aber wir gehen ja eher auf Diplomatie, oder? Ja. Ist mir eigentlich wurscht. Reizbar. Ne, machen wir das. Okay. Jetzt haben wir zumindest wieder eine Runde. Okay, Julien ist erlegen. So, dann können wir... Wir haben einen Arzt. Ja, haben wir. Wir haben noch 5 Gefangene. Um die kümmern wir uns jetzt mal noch. Wer ist er? Das ist ein Bauernführer, okay. Der ist gut. Freilassung verhandeln, Bekehrung und rekrutieren. Dann er. Was ist er? Gefangener, Schurke, gierig. Bekehrung, rekrutieren. Na komm, wir rekrutieren ihn nicht, aber bekehren soll er sich. Der hier. Der kann nichts, aber ich möchte auch die Bekehrung, bitte. Was bist du hier? Ein 16er, aber sonst kannst auch wirklich nichts. Kann man für dich Lösegeld kriegen? Nein. Dann will ich die Bekehrung. Oh, wir haben den Prinz Diego von Böhmen hier noch. Der bringt nichts. Der hat Cordoba. Wieso hat er denn Cordoba? Cousin von mir? Aber ist in der böhmischen Erbfolge? Alles klar. Okay, das ist echt verworren hier. Ja, aber mein Gott. Wir lassen ihn frei, aber er soll seinen Ansprüchen abschwören. Und er wird verbannt. Ja, der hat Aufstand geprobt. Das ist Tyrannei. Okay. Können wir nicht? Können wir nur verbannen? Nee, ist Tyrannei. Okay. Dann schwör ab und Druckmittel. Ja, adios. Da haben wir das Druckmittel. Titel können noch geschaffen werden. Königreich Valencia. Herzogtum Murcia. Okay. Allerdings haben wir die Kohle dafür gerade nicht. Gemeindekontrolle sollten wir hier noch uns anschauen. Uiuiuiuiui. Okay, was halten wir denn? Was sind denn... Oh Gott, ich habe nur 2 Besitztümer. Das ist natürlich schlecht hier. Unsere Domänen sind Burgos und Becher. Okay. Das war's, oder was? Alles klar, ne? Dann schauen wir erstmal, ob hier irgendwie was zu machen ist. Burgos als erstes, bitte. Sonst ist es in unserer Einnahmen eh weg. Okay, und jetzt müssen wir uns da durchkämpfen, würde ich sagen, gell? Die Bekehrungen hier machen. Die Kultur fördern. Wir arbeiten uns runter. Okay. Alles klar. Nichtsdestotrotz wundert es mich immer noch, wo ist meine Frau? Hä? Wo ist denn die? Wieso ist die eingekerkert? Grafschaft von Pacatania, ist sie eingekerkert? Bei ihm hier oder was? Hä? Okay, das verstehe ich gerade nicht, aber gut. Man muss nicht alles verstehen. Wir machen das fest mal. Ich könnte mich scheiden lassen. Warum?
Verbrecherin? Nö. Ist sie nicht. So, ich gebe ihm noch Kohle. Ist nicht beeinflusst. Nice. So, fest, meine Schwester in Nöten. Der hilfensuchende Blick, den mir meine Schwester Sancha zuführt, wird zunehmend verzweifelter. Eine Gruppe Gäste nähert sich der Ecke, in der sie sich schon den ganzen Abend versteckt, und die Wände vereiteln ihre Flucht. Der arme Mensch konnte nie mit Leuten umgehen. Okay, sie ist schüchtern, ungeduldig zwar nicht, doch sie ist schüchtern, ja, okay. Reuevoll, okay. Oh, sie schaut ja aus, ne? Spindeldürr. Jeder Gast. Ich kann sie ablenken. Allerdings jeder Gast gewinnt, ist natürlich auch gut. Was bin ich denn? Bin ich irgendwie ein Depp? Nee, ich bin zufrieden, maßvoll, aber ich bin ungeduldig. Charismatischer Verhandler, diese, nee. Ich werde sie ablenken, die anderen. Ich bin nicht der Bösewicht. So, festmachen. Ah, die saufen schon wieder. Komm, wir legen alle zusammen. Prestige habe ich genug. Das läuft hier. Fraktion gegen mich geschaffen schon wieder. Okay. Soll ich ihn retten? Der mag mich doch auch nicht, ne? Ja, das machen wir mal. Dadurch mag er mich mehr. Das war sehr schön. Eifrige Frohnatur haben wir erhalten. Das bringt uns noch wegen Diplomatie. Das ist gut. Sind wir schon bei 23. Okay, ein paar Rebellen haben wir wieder, ne? Oh, die sind schon wieder über der kritischen Schwelle fast. Ja gut, müssen wir jetzt abwarten. Die können im Moment alle nicht beitreten, weil sie ihren Aufstand da geprobt hatten, die Herrschaften. Soll ich ihn einkackern? Weil der ist ja echt nervig, der Typ. Oder Titel aberkennen? Das Herzogtum? Er ist ein Verbrecher. Und verliert. Und wird Rivale eventuell. Aber dann könnte ich es neu vergeben. Kann er was? Er ist halt ultra gebildet, ne? Ach Gott, sind wir nett oder sind wir nett? Was? Mein Fest, die Krankheit ist anstrengend, seid vorsichtig. Meine Hofärztin Adeltrudis hält mich zurück. Der von Krankheit gezeichnete Körper eines Gemeinen, die Haut entstellt von Ausschlag und Beulen, liegt auf dem Tisch. Jeder, der mit dem Leichnam in Berührung kommt, riskiert eine Ansteckung. Und ich hatte tatsächlich einen Ausflug geplant, der mich in der Nähe von Barrio springen sollte, wo mein Onkel Infant Garcia wohnt. Ja, was ist jetzt mit dem? Den versuche ich doch gerade zu beeinflussen, oder? Schleudert, was? Mit euer Erzfeind, ist der mein Rivale? Ja, okay. Alles klar. Das bin ich, ja, ich bin ungeduldig, aber ich bin maßvoll eigentlich. Also daher, die Leiche könnte Hinweise auf den Ursprung geben. Mehr Bildung. Oder wir beerdigen sie einfach. Das wird mich ja schon reizen und er wird mein Erzfeind, ne? Wo ist denn der? Kastilien. Was gehört denn dem alles? Hä? Ach so, Barajosch gehört eben, okay. Soll ich? Ich weiß es nicht. Was hat sie denn? Blattern. Schleudert die Leiche.
Gott, I don't know. Plus 60, ja, Hass. Die Leiche könnte Hinweise auf den Ursprung der Krankheit geben. Ich bin ungeduldig, das ist eigentlich nichts. Aber Bildung plus 2 wäre halt gut, ne? Ich versuche das mal. Ich bin mal kein Depp. Okay, wir laden wieder Ritter ein. Ich kann Epos in Auftrag geben. Kostet 100. Bring mir Prestige, aber ich habe eh schon plus 13 Prestige, brauche ich nicht. Kann spenden, um meine Stufe nochmal runter zu kriegen. 100. Zum Benachrichtigen. Ja. Yep. Okay, aber wir sind noch nicht gefallen. Müssen wir noch warten. Was macht denn Fernando wieder? Er wird arrogant. Ja gut, da hat er echt super sonst mitfühlen, aber er ist faul auch. Ich weiß ihn in die Schranken, geht ja eh nur das. Ein Ritter ist eingetroffen. An den Hof rekrutieren. So. Wo ist denn mein... Ist der jetzt 16 geworden? Der Bub? Ne, 13 ist er. Wir dürfen es nicht vergessen, dem dann zu verbieten, zu kämpfen. Aber ich denke mal, er wäre ja eh nicht dabei, aber trotzdem... So, Beschneidung der Dynastie. Die bloße Existenz von Uraka ist eine Beleidigung des Namens und der glorreichen Dynastie. Meine Verwandte ist eine absolute Enttäuschung in allem, was sie zu erreichen sucht. Tochter von Graf Lein ist von unserem Haus. Ja, was hat sie denn? Wir können sie unterrichten, morden, verbannen. Oder sagen, jeder hat so seine Schwäche. Sie mag uns eigentlich voll gern. Vielleicht können wir was aus ihr machen. Naja, zumindest der Enkelspieler hat es jetzt bekommen, okay. So, hier haben wir abgegradet. 9200 Truppen. Sollten wir vielleicht nochmal erhöhen? Einmal. Die Bogenschützen noch, okay. So, Herzog Guy, können wir die Bande ändern? Nö, möchten wir nicht. Das bleibt auf normal und normal. Wie steht er jetzt zu uns? Okay, er hat plus 22 inzwischen. Coimbra mag uns auch. Er hasst uns. Aber vielleicht kriegen wir die Rivalität ja weg. Es geht ja nach oben. Er ist ja schon bei 55. Sie hat plus 100. Er hat 45. So. Festmarken. Natürlich, ich bin eine eifrige Frohnatur. Bist dabei. So, jetzt haben wir erstmal das soweit erledigt. Jetzt gucken wir mal, ob hier... Wer ist das? Das ist ein Höfling. Ne. Ja, dann erzähl halt. Mei. Ritter eingetroffen. Auch ein guter. Nehmen wir. So. Fest ist vorbei. Okay. Habt ihr Kriege? Gegen Ägypten. Zieht er? Really? Okay. Ein Bauernaufstand. Mit 1000, der ist jetzt nicht wirklich gewinnbringend für uns. Religionskrieg um Scheichtum Sinai. Nee, der ist geschlagen eigentlich auch schon. Und wen hat er als Verbündeten? Ungarn? Ja. Aber der ist auch mit uns verbündet.
Die Frage ist, bei wem er, was hat er denn für eine Meinung? Von uns plus 80 ist eigentlich gut. Kenntnisreicher Denker. Ja, das ist doch ganz was Gutes geworden. Kann man nichts sagen. Wie sehr ich Flücke werden. So, zurück nach Hause. Lebt wohl, mein Vasallen. Ich habe wieder einen Vorzug. Wir können erlaucht freischalten. Nochmal zwei Diplomatie, Prestige und eine Kriegsführung. Wunderbar. Jetzt müssen wir uns mal anschauen, wo wir als nächstes hingehen. Ich hätte ja gern schon noch ein paar Domänenbesitztümer, ne? Das ist schon ein bisschen lächerlich hier. Eigentlich wäre hier Valladolid. Hat er nicht mit aufbegehrt? Ein Valladolid könnten wir ihm zumindest aberkennen. Nimmt er aber nicht an. Oder unwahrscheinlich nimmt er das an. Nun gut, dann belassen wir es mal dabei. Herzogin Alice vassalisieren. Was? Moment, Pause. Wer ist die denn? Gascoigne. Was? Die können unser Vasall werden? Ja, come on. Machen wir. Ein Ritter eingetroffen. 26er, wow. Nimmt sie an? Yes! Okay, sie ist unser Vasall geworden. Oh Gott, wir haben... Was haben wir denn hier jetzt alles bekommen? Also ich glaube, Frankreich bricht zu langsam zusammen, ne? Der ist noch nicht so weit. Die nerven mich hier. Wer ist denn hier? Herrscher. Er hier. Okay, gut. Also verwaltungsmäßig haben wir hier durchgegriffen. Ist, glaube ich, jetzt alles leer. Gefangene sind weg. Ja, alles gut. Dann machen wir für die Folge Schluss. Nicht viel passiert, außer so ein bisschen Verwaltung des Reiches wieder vorangetrieben. Und dann geht es in der nächsten Folge weiter. Ich danke euch fürs Zuschauen. Und Päuschen. Bis bald.